Hallo Freunde, zurück zu Let's Random Wizard 101. Wir waren vor Odorian Triebsee stehen geblieben und quatschen ihn direkt mal an. Du hast die bei den Faulfuttern gefunden? Sehr gut, das wird mir weiterhelfen. Woher könnten die Untoten Sturmmedaillons haben? Ja, von mir. Um diese Medaillons zu untersuchen, benötige ich ein paar Lumina-Kristalle. Sie speichern Sturmmagie und werden auf die Medaillons reagieren. Kristalle bekommst du bei Bruno Rabenaug, dem Müller bei den Wasserfällen. Er betreibt die Sturmmühle, die die Lumina-Kristalle herstellt. Ja. Dann wollen wir da mal hin. Ist wirklich so, dass hier eigentlich eine einzige Quest ist. Ohne Scheiß. Beziehungsweise eigentlich zwei. Mehr ist hier eigentlich nicht. Hammer. Hallo. Du bist hier, um die Sache mit den Untoten zu untersuchen? Es wird aber auch Zeit, dass gegen sie was unternommen wird. Sie vergraulen alle Bürger. Natürlich. Hast du Licht? Du brauchst für deine Nachforschungen Lumina-Kristalle? Tja, ich würde dir welche geben, aber meine wurden mir alle von den Untoten gestohlen. Wenn du hinüber zur Straße gehst und meine Fässer holst, teile ich sie gerne mit dir. Ja, klar. So, das sind immer so die ziemlich die einfachsten Quests. Da geht einer mal hin. Schüpp-di-dup-di-dup. La 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 la. Da steht schon ein Fass. So, einmal dran vorbeirennen. Da drüben stand auch noch ein Fass. Kann mir auch schnell mal noch heilen hier. So. Zwei von drei Lumina-Kristallen. Und hier drüben haben wir noch einen. Ich glaube, ich gehe jetzt auch direkt mal in die Spukhöhle. So, wunderbar. Weiterlaufen. Und dann schön mal eben in die Spukhöhle und ein paar... Wie heißen die? Keine Ahnung. Die Typen mit dem... Nein, 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 nicht kämpfen. Oh, Glück. Weil ich habe manchmal echt keinen Bock hier. Auf Kämpfe. Sind mir manchmal ein bisschen doof. Ein bisschen, ja, mag ich nicht so. Eingang Spukhöhle. Go, go. Ach, hier sind auch Faulfutter drin. Na, dann ist das sehr interessant. Eigentlich müssten hier auch Dings drin sein. Feldwachen. Genau. Das waren die Viecher, die ich meinte. Wie viel Gold habt ihr? Nix. Hier ist eine Feldwache. Schön. Da drüben, hier, Feldwache, jawohl, du, wie viele brauche ich eigentlich, ich habe keine Ahnung, egal, ich mache erst ein paar. Du, du, du. Mann, ach, jetzt kann ich nicht auf die Quests zugreifen, ist ja blöd. Boah, 300, Hammer, das kann natürlich extrem werden jetzt. Ja, aber ich bin ja Healer, deswegen ist das kein großes Problem eigentlich. 120, 120, machen wir das mal eben. Bums. Oha, gleich mal irgendwie 200 Damage oder so. So. Was? Boah, ich hab nur noch 300, ey. Übel. So. Boah, schön verpatzt. Dann heile ich mich mal kurz. Ist zwar nicht viel, was ich mich heile, aber reicht schon mal ein bisschen. Und dann kann ich mal eben hier. So. Ist, glaube ich, sogar... Das verwendet keine Pips, habe ich das Gefühl. So, Leute. Wäre schön, wenn ihr mal... Okay, 100... Na, ist auch nicht wirklich doll. Und voll auf mich, natürlich. Pratz. Boom. Oh Gott, noch eine Scheiße. So. So, der hat einen super Pip.
Also, das Vieh ist geil. Wie man sieht, nimmt 160 Schaden, macht 160 Schaden und die Hälfte von dem Scheiß. Machen wir das nochmal so. Die Hälfte davon gibt er dem Dings wieder. Was meinte der gerade? Keine Ahnung. So, ich wäre jetzt voll dafür, dass die mich nicht angreifen, sondern nur die anderen. Das wäre wunderbar. Nehmen wir einfach mal das hier. Keine Ahnung warum. Hat jemand schon Damage genommen? Ja, der. Machen wir da mal weiter. Gut. Geht nicht auf mich, sondern auf den, der für ihn verantwortlich war. Also dafür verantwortlich war, dass er da ist. Nein, und dann mich auch noch. Fick dir. Das Ding ist kacke, weil jetzt macht er nämlich Runde für Runde Damage. 70 Damage. Und die gibt's auch ein paar Mal. So. Leon, was geht ab? Ich bin nicht Leon, aber was geht ab? Pam. So, dann wollen wir nochmal... Hab ich doch einen Heal? Nee, hab ich nicht. So ein Dreck. Doch, hab ich. Ha, wunderbar. Heal ich mich nochmal. Nicht passen. Verdammt. Skorpion. Ja, der ist nicht schlecht. 80% Chance. Junge, nicht schreiben, sondern mehr Damage machen. Meine Güte. Kommst du mal mit. Ah ja, okay. Wohin denn? Ja. So. Ich mach mir mal ein bisschen Heal. Einfach nur, um nicht zu sterben. Das ist immer sehr unpraktisch. Oh. So. Was? K-West? Okay. Ich bin eh der Erste, der das macht. Welcher? Achso, Quest. Ah, Nina, gib Gas. Himmel, Herrgott. Wie alt bist du? Oh ja, das ist interessant. Nina? KWS. Hä? What the fuck? Kapiert. Was? Ah, Leute. Ihr seid behindert, ne? So schön. So. Hä? What the fuck? Die quatschen hier, ey. Die labern echt nur Kacke hier. Traum. So. Himmelgott. Ah, Elfen. Helfen der Elfe. Die mache ich mal auf mich eben. Ist ein bisschen knapp bei mir langsam. Ich habe keine Karten. Ach so. Fail. Hat keine Karten mehr. So, schnell mal healen. Ich habe kaum noch Mana. Hab nur noch 2 Mana. Ich 12. 12 Karten oder ist er 12 Jahre alt? Ich habe keine Ahnung. Ah, so. Quatscht nicht, mehr kämpfen.
passen. Der macht das Ding. Er sollte eigentlich hinüber sein. Aber mal kicken. Jo. Meine Fresse. Boah. Besiege Feldwache. Boah, Himmel. So. Oh, dir geht das nicht. Nee, echt. Aus. Denke daran, für das Wirken von Zaubern brauchst du Mana. Spiele ein paar Minispiele, um dein Mana wieder aufzufüllen. Oder sammle Irrlichter in den zentral gelegenen monsterfreien Stadtteilen. Geh auf den Rummel in der Stadtmitte und betritt eines der Siegel, um ein Minispiel zu starten. So, ich kann auch natürlich ein paar blaue Irrlichter einsammeln. Oder meine Flasche hier unten verwenden. Allerdings, die Flasche möchte ich mir aufsparen. Mache ich eigentlich immer. Wenn ich irgendwann mal sterbe, dann habe ich ja weder Mana noch Dings. Und dann noch Leben. Und dann dauert es immer Ewigkeiten, bis man... bis man die Dings... Moment. Wie viel Dings brauche ich noch? Oha. Hab von 4 Feldwachen gerade mal 2 Stroh bekommen. Okay. Aber das mache ich auch erst, wenn ich ein bisschen mehr Leben habe. Oh, Holz. Schade. Das ist immer ein bisschen blöd an vielen Leuten, die online sind, dass man nicht so oft Sachen bekommt, die hier rumliegen, wie zum Beispiel Holztruhen oder irgendwas. Weil die dann meistens von anderen Leuten schon geschnappt werden. So, egal. Gehen wir mal zurück. Wir haben jetzt noch circa 8 Minuten. Kein Ding. Gucken, wie lange ich heute aufnehme, weil irgendwie ich bin gerade voll motiviert. Ich habe richtig Bock auf das Spiel gerade. Erinnert mich an, an die Zeit, als ich das Spiel so angefangen habe. Das war cool. Ich fasse es nicht. Den Lumina-Kristallen, die du mir gebracht hast, wurde ihre Magie entzogen. Ich wette, die Untoten haben eine Möglichkeit gefunden, ihnen die Macht zu stehlen. Bring diesen Kristall lieber zurück zu Dorian. Ich bin mir sicher, dass er ihn sehen will. Auf zu Dorian, Bastard. So. So, Dorian, schönen guten Tag. Die Untoten können den Lumina-Kristallen Magie entziehen? Die sind zu dämlich, um von sich aus zu wissen, wie man das macht. Natürlich. Hilft ihnen. Wir brauchen noch einen aufgeladenen Lumina-Kristall, um herauszufinden, wo die Sturmmedaillons herkommen. Besiege Scharlachrufe, bis du einen voll aufgeladenen Lumina-Kristall erhältst und kehre dann zu mir zurück. Kein Problem. Dann mache ich erstmal... Ach nee, es... Ha, ich hab minus 5 Mana. Ach, ich hatte wieder volles Mana. Na gut, egal. Moment. Ah ja, ich sehe, du kommst mit deinen Studien voran. Komm bitte her, ich habe eine Aufgabe für dich. So, dann können wir hier mal eben zur Stadtmitte oder nach Hause. Wir machen nach Hause, weil das am dichtesten ist oder noch dichter ist als das, als die Stadtmitte. Es geht ab. Sei gegrüßt, oh werter Zauberer. Unser gemeinsamer Freund Schulleiter Ambrose würde dich gern sprechen, wenn du einen Augenblick Zeit hast. Warum sagt er mir das nicht selber? Normalerweise sagt er es mir selber. Naja. Mache ich gleich, nachdem ich hier die Quest für Melinda Wu genommen habe. Oder von ihr halt genommen habe. Hallöchen. Musik ist die Sprache des Lebens. Wenn wir singen, können unsere Lieder Form und Gestalt annehmen. Und mit jedem neuen Lied wird ein Geist geboren. Wichtel, Elfen, Feen. Die Elfen-Feengeister sind die Essenz der Musik. Wenn du soweit bist, sprich mit dem Baum vor meiner Schule. Sie heißt Flora. Cool. So, dann wollen wir mal direkt zu Flora, weil das einfach schön dicht ist. Ich dachte, da muss noch was machen. Hallo Flora. Jede Schule hat einen Baum. Und ja. Hallöchen. Die Musik des Lebens umgibt uns.
Hörst du den Wind in meiner Krone? Das Lachen der Seevögel? Nö. Nimm dir einen meiner Äste. Fertigen wir dein erstes Instrument. Instrument? Du nimmst einen von Floras Ästen. Okay. Und siehst, wie er sich in deinen Händen in eine wunderschöne Kirschholzflöte okay. verwandelt. Nun geh zur Regenbogenbrücke beim Wasserfall in der Stadtmitte. Spiele dort auf der Flöte. Okay, das finde ich strange. Okay, naja. Was soll's. Ich war ja noch nie Lebensschüler. Oh, hi Penny Dreadful. Ach ja, von der habe ich ja schon... Genau. Wunderbar. Mal sehen, was Nichts. Du herausgefunden hast. Penny nimmt die Fragebögen entgegen und liest sie durch. Plötzlich macht sie große Augen und beginnt zu kichern. Gewürze? Portionsgröße? Kochzeit? Oh nein! Ich habe dir die falschen Fragebögen gegeben. Diese waren für einen Bericht über das Essen in Malibu. Naja, halb so wild. Ich denke, mit den Angaben komme ich aus. Danke dir. Ich kann dir für deine Hilfe nicht genug danken. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so einfach Freude finden würde. Aber du warst Tja. So nett zu mir. Du scheinst zu wissen, was hier vor sich geht. Hast du von Melister und der Schule ja. des Todes gehört? Vor einem Jahr verließ er uns inmitten eines Sturmes und die ganze Todesschule verschwand mit ihm. Sie brach einfach aus Rabenhain heraus. Die letzte Person, die ihn gesehen hat, warst du im Golemturm. Mhm. Ist es wahr, was man sich erzählt? Hat er vor, ganz Wizard City zu zerstören? Warum würde er so etwas tun wollen? Ich hoffe, er bleibt Malibon fern. Ich möchte irgendwann auch wieder nach Hause. Das erinnert mich an was. Würdest du mir einen Gefallen tun? Ich möchte meiner Familie einen Brief schicken. Kennst du jemanden, der die Spirale bereist und den Brief nach Malibon mitnehmen könnte? Penny gibt dir einen Brief. Er ist an Desmond und Deidre Dreadful, Chelsea Court 57, Malibon, adressiert. Ja, muss ich wohl zu Schatzsucher finden. Ich gehe mal kurz hier hinein. Hallo? Ambrose! Oh Gott, zwei Stück. Konntest du schon den Platz der Tiere in der Stadtmitte besuchen? Es ist ein wunderbarer Ort, an dem Haustiere trainiert und gezüchtet werden und sogar um die Wette rennen können. Es ist recht einfach zu finden. Geh einfach Richtung Bibliothek. Sag, bringst du dieses Paket bitte für mich zu Milo Bellini, dem Ringleiter des Haustierderbys? Pass auf, dass du es nicht zerdrückst oder fallen lässt. Das wäre gar nicht schön. Schulleiter Ambrose gibt dir eine Schachtel mit Luftlöchern. Wenn du sie bewegst, gibt sie ein leises Grunzen von sich. Bitte bring dies auf dem schnellsten Weg zu Ringleiter Bellini. Er wird dich sicher dafür belohnen. Und hier der Diego. Bitte geh und stelle dich Diego vor, dem Meister der Duelle. Er kümmert sich um die Arena. Die Arena befindet sich am Anfang vom Einhornweg auf der rechten Seite. Ja, schön. Cool. Was willst du von mir? Einfach ab, mir doch Wayne. So, einmal zur Schatzsucher finden, würde ich sagen. Hallöchen. Ah. Na, wie kann dir der alte Finn heute helfen? Ja. Du fragst ihn, ob er einen Brief nach Malibon mitnehmen könnte. Aber sicher, gar kein Problem. Ich komme dort immer wieder vorbei. Gib ihn mir ruhig mit. Du gibst ihm den Brief. So, muss ich jetzt wieder zurück oder zu Dings oder eher nicht so? Ja, ich muss wieder zurück zu Penny Dreadful. Das ist dann auch wahrscheinlich das Letzte, was ich dann jetzt machen werde. Vielen Dank, du bist die netteste Person, die ich hier bisher gesehen habe. Du bewegst dich auch kein Stück und hast mich nur im Vorbeigehen angequatscht. So, und dann würde ich sagen, das war Let's Random von Wizard 101 für diese Aufnahme und für diese Folge natürlich auch. Und ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge/Aufnahme. Bis dahin. Tschaußen.